So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück. Euer Van Bergen ist wieder am Mikrofon, aber auch in der Kamera aus dem Transfer-Talk mit aktuellen News und Gerüchten aus den internationalen Top-Ligen, Top-Vereine und natürlich Top-Spiele. Als ich mir die Folge heute so vorgestellt hatte, war ich noch am Anfang der Meinung, komm, der gute De Gea, der spanische Nationalkeeper oder die kommende Nummer 1, so kann man sagen, von Manchester United mit einem möglichen Wechsel zu Real Madrid, da man da Ersatz für Casillas sucht. Das wäre ein guter Talk-Ansatz. Aber dann habe ich mich natürlich wieder mal in die Recherche vertieft und auch die aktuellen News für euch oben vorbereitet. Und dann habe ich mir gedacht, komm, wir unterhalten uns über beides heute. Sowohl De Gea als auch natürlich dieser Transfer, nämlich Juri Thielemans. Der ein oder andere wird sicherlich schon mal was von ihm gehört haben. Auch die, die kein FIFA spielen, wissen, denke ich mal, dass es ein absolutes Megatalent ist. Vergleichbar vielleicht mit einem Max Meyer, ne, von der Veranlagung her. Gerade mal 18 Jahre alt, könnte der nächste De Bruyne werden. Und er steht momentan heiß in Verhandlungen mit Borussia Dortmund. Man muss aber dazu sagen, der Kerl hat momentan einen Marktwert von 12 Millionen Euro, ist gerade mal, wie bereits gesagt, 18 Jahre alt. Und jetzt kommt es natürlich, er hat seinen Vertrag gerade erst verlängert. Die große Frage, er wollte eigentlich auch, und so waren auch die Aussagen in den letzten Monaten, er wollte ganz gerne noch ein, zwei Jahre in Anderlecht spielen, um weiter Praxis zu sammeln, Erfahrung zu sammeln, aber natürlich, wie ist die Ausgangslage jetzt? Borussia Dortmund braucht Ersatz. Sie haben mit Johannes Geis, der Transfer steht ja nahezu fest, sicherlich schon mal einen guten Gündogan-Ersatz, aber das reicht natürlich nicht. Mit Juri Thielemans hätten sie auch für die offensiven Bewegungen der Mannschaft, ne, zentrales Mittelfeld, zentrales offensives Mittelfeld, hätten sie auf jeden Fall noch einen weiteren richtig großen Perspektivspieler. Die Ablöse beträgt laut den Aussagen der Medien bei 15 Millionen Euro. Wenn jetzt nicht irgendwie eine Ausstiegsklausel wieder dabei ist, die nur Insider wissen, aber ich denke mal, das ist realistisch bei 12 Millionen Marktwert, den er gerade erst angehoben hat. Also, meine große Frage an euch natürlich heute, sowohl De Gea als auch Juri Thielemans, ist das machbar für Borussia Dortmund? Nein, allein schon Thielemans, da sitzen eine ganze Menge andere Vereine noch dran, also unter anderem Wolfsburg. Ich habe aber auch gesehen, dass viele englische Premier League Clubs da Interesse haben, so einen Perspektivspieler in den nächsten Jahren aufzubauen. Und natürlich die Aussagen, die er getroffen hat, dass er ganz gerne bei Anderlecht bleiben möchte, machen das Ganze noch umso schwieriger. Weitere Transfers, die diese Woche oder am Wochenende noch ein bisschen diskutiert worden sind, erneut der 100-Millionen-Transfer. Transfer Eden Hazard zum FC Bayern München, den packe ich mal schnell wieder in meine Schublade, genauso wie Gareth Bale, Quatsch des Tages, kann ich mir nicht vorstellen. In Ordnung, also, meine Frage heute an euch, damit wir einen schönen Auftakt bekommen in die neue Woche, denn, ja, wir feiern mittlerweile schon einen Monat neuer Transfer-Talk 2.0, der Hammer, kleines Jubiläum, wie gesagt, meine große Frage wie immer an euch, wie seht ihr das? Zum einen natürlich die Qualitäten, wenn ihr ihn schon mal spielen gesehen habt, den guten Juri Thielemans, als auch die Wechselwahrscheinlichkeiten, ob das machbar ist für Dortmund oder meistens hat der Dortmund immer Probleme bei Transfers. Sobald sie Interesse bekunden an einem Spieler, dann kommen andere und schnappen ihn für noch mehr Geld weg. Da wird immer noch ganz gerne oben drauf gesetzt. Spannende Thematik. Ich freue mich auf eure Antworten, auf eure Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wie gesagt, versprochen ist versprochen. Ich schaue mir diese Woche noch die Abstiegsduelle an und natürlich den absoluten Abstiegskampf. Ne? Welche Vereine steigen wirklich ab? Und ich gebe eine kleine Tendenz noch raus. Ja, spätestens am Samstag sind wir alle schlauer. Ne? Ich wünsche euch was und bis dahin. Macht's gut, liebe Leute. Ciao, ciao, euer Van Bergen.